Dobro večer večera za naše drage goste u Valamar klubu Tamaris, u taverni. Spremamo istrijanske delicije. Heute Abend wird serviert istrische luftgetrocknete Schinken mit Honigmelone. Sada režemo prvo predjelo, to je istrijanski pršut. Se radi od buta, od istrijanske svilje. I on je uvršten među jednim od najcijenjenijih specialiteta u cijelom svijetu. Istrische Nudel mit Tomaten und Garnelen. Moramo prvo popržiti na maslinovom ulju. Dodamo čiri rajčice, isto na rezervno kockice. Stavimo malo temeljca. Dodamo začina, mažurana, lovora, ružmarina. Na kockice izrezane tikvice sa kozicama. Sehr, sehr lecker. Eine große Platte mit Lamm, Schweinerücken, Bratkartoffel und Sommersalat. Ich koche selber zu Hause gern mit Gemüse, auch mit Olivenöl. Dazu grillen wir dann gerne und ja, das ist einfach eine leichte Kost. Mit diesen Speisen, ich empfehle an jeden Gast einen istrischen Weißwein, Malvasia, Chardonnay oder Pinot. Das ist istrische Trockenweine oder eine Rotweinsorte, ein Cabernet Sauvignon, ein Merlot oder ein Terran. Die Weißweine oder auch jetzt der Rotwein, also ganz hervorragend. Der heutige Rotwein der Wein, also wirklich Spitzenklasse. Wir haben schon überlegt, jetzt im August noch einmal zu buchen. Wir haben noch nichts für den Sommerurlaub in August und da haben wir gerade überlegen, ob wir auch wieder hier nach Istrien oder vielleicht auch hier sogar herkommen.